Es ist Vorweihnachtszeit und wir wollen darüber nachdenken, wie wir die Zeit verbringen und was Weihnachten bedeutet. In diesen Wochen beschäftigen wir uns mit dem Advent. Advent bezeichnet die vier Sonntage vor Weihnachten. Advent, das bedeutet das Kommen oder vielleicht romantischer die Ankunft. Die Ankunft. Die Ankunft des Messias, des Sohnes Gottes. Auf ihn hat jeder in Israel gewartet. Das feiern wir an Weihnachten. Und dann haben wir, anknüpfend an die Geschichte, die vor der Geburt Christi steht, eine kleine vierwöchige Vorbereitungszeit für uns selbst. Wir machen unsere Herzen bereit für die Ankunft Christi in unserer Dunkelheit. Das Bild, das uns durch die Adventszeit begleitet, sind die verschiedenen Charaktere, die auf diesen gefährlichen Straßen in der Weihnachtsgeschichte wandern. Sie alle sind auf dem Weg zu diesem einen zentralen Ort, wo Jesus geboren wird. Und während ihrer Wanderschaft durch die antike Welt des Nahen Ostens, die voller Gefahren, die kalt und ungemütlich ist, voller Unwägbarkeiten, ist ihr Sinn auf die Geburt Christi gerichtet. Diese Hoffnung leitet sie durch die Dunkelheit. Für unser eigenes Herz ist diese Adventszeit da, um unseren Sinn auf Christus zu richten. Gerade wenn Sie sich auf einer dunklen Straße bewegen, wenn Ihr Lebensweg Ihnen kalt und gefährlich erscheint. Viele von Ihnen haben in den letzten Wochen schlimme Dinge erlebt. Ich weiß, dass viele krank sind, andere haben geliebte Menschen verloren. Einige werden zum ersten Mal die Weihnachtstage ohne diese Menschen erleben. Und viele andere leiden, haben Schmerzen und es fühlt sich an, als ob die Straße immer dunkler und kälter wird. Und das Augenmerk derer, die leiden, die Schmerzen haben und eine sehr dunkle Zeit erleben, wollen wir auf Christus lenken. Halten Sie den Blick auf Jesus gerichtet und Sie werden die Herrlichkeit des Herrn inmitten Ihrer Dunkelheit sehen. Wir meditieren über folgende vier Worte im Advent: Hoffnung, Friede, Freude, Liebe. Am Heiligabend zünden wir die Christuskerze an. Das machen wir mit Absicht, denn aus der Hoffnung entsteht Frieden. Aus Frieden entsteht Freude und Freude bringt bedingungslose Liebe hervor. Und wenn das geschieht, ist Christus lebendig in Ihnen. Amen? Wunderbar. Wir sprechen über Frieden mitten in den Verrücktheiten des Lebens. Der für mich wichtigste geistliche Vordenker meines Lebens war ein Mann namens Dallas Willard, mein Mentor und lieber Freund, der 2013 verstorben ist. Dallas hat ein unglaubliches Vermächtnis hinterlassen, wenn es darum geht, als Jünger im Königreich Gottes unter dem leichten Joch von Jesus zu leben. Dallas war die Art von Mensch, der immer Zeit für seine Studenten hatte. Er hatte viele Studenten. Er hat seine Arbeit zur Seite gelegt und manchmal Stunden mit Leuten verbracht, ihnen Zeit geschenkt, ihnen zugehört und für sie gebetet. Dallas merkte man an, wenn man ihn traf, dass er Jesus kennt. Dieser Mann und Jesus sind Freunde. Sie verbringen viel Zeit miteinander. Er kennt Jesus. Einer der Menschen, die das Privileg hatten, mit Dallas zu reden, war ein guter Freund und auch Mitglied unserer Kirche, Bill Gaultier. Bill ging einmal mit Dallas spazieren. Sie unterhielten sich und diskutierten über einige Dinge. Plötzlich hielt Dallas an und fragte: Bill, wenn du nur mit einem Wort Jesus beschreiben solltest, was wäre dein Wort? Bill dachte, wow, ein Wort, um Jesus zu beschreiben. Er dachte an liebevoll, allmächtig, vergebend, aufopfernd, König, nicht wahr? Und all diese Worte kommen uns in den Sinn, all diese Dinge, wenn wir Jesus beschreiben wollen. Dann sagte Dallas, ich sage dir mein Wort. Und als ich das hörte, konnte ich wochenlang nicht aufhören, darüber nachzudenken. Wochenlang.
Jeden Tag, alle paar Stunden, habe ich über dieses Wort nachgedacht und dachte, das ist das Wort, das mein größter geistlicher Mentor für eine Beschreibung von Jesus hält? Dieses Wort hält er für das eine Wort, das Jesus beschreibt? Wollen Sie wissen, welches Wort es war? Sie werden noch warten müssen. Ich sage es gleich. So hören Sie mir weiter zu. Ich sage es Ihnen schon noch, keine Sorge, es kommt noch. Heute möchte ich aus dem Buch Jesaja Kapitel 9 vorlesen. Dieses Kapitel wurde berühmt, auch wenn es vorher schon bekannt war, aber besonders berühmt wurde es durch Händels Messias. Eine Prophetie über den Messias und wer dieser Messias sein würde. Als Jesaja diese prophetischen Worte aussprach, war gerade König Josia gestorben. Das war geschehen, als er im Kapitel 6 seine Berufung bekommen hat. Israel war zerteilt in zwei Reiche, das Nordreich, genannt Israel, und das Südreich, das Juda hieß. Das war eine sehr tumultreiche Zeit. Sie standen kurz davor, erobert und in die Gefangenschaft verschleppt zu werden. Sie waren umlagert von den übelsten Feinden in der Menschheitsgeschichte. Denken Sie an alle Schurken in der Geschichte. Niemand war schlimmer als die Assyrer. Die Assyrer haben jahrhundertelang grausame und unmenschliche Gräuel vollbracht. Sie waren so furchtbar, dass ich es nicht von der Kanzel aus beschreiben kann. Wenn Sie jemals einen dieser furchtbaren Horrorfilme aus den 80ern gesehen haben, das haben die Assyrer wirklich Menschen angetan. Und in Juda, wo Jerusalem liegt, von wo aus Jesaja prophezeit, erleben Sie die Belagerung durch diesen Feind, der grausam und die Essenz des Bösen ist. In dieser Situation des Tumults, der Gefahren und Unruhe prophezeit Jesaja, dass nicht etwa ein großer Krieger erscheint, sondern ein Kind geboren wird, das der Messias sein wird. Vorher hat der König Josia eine goldene Regel gebrochen, ein großes Gesetz, das niemand brechen darf. Josia war ein großer König, aber er beschloss, dass er auch Priester sein wollte. Das war ein Ding der Unmöglichkeit. Man könnte auch sagen, dass es eine frühe Version der Trennung von Kirche und Staat war. Könige waren keine Priester und Priester keine Könige. Und eines Tages beschließt Josia, dass er nicht nur König, sondern auch der hohe Priester sein will. Er geht in den Tempel und will dort den Weihrauch entzünden. Da erkrankt er plötzlich an Lepra. Die Priester bringen ihn nach draußen und 10 Jahre später stirbt er. Und fast als Reaktion darauf kommt diese Prophezeiung. Es steht geschrieben, es gibt nur einen Einzigen, der das Königtum und die Priesterschaft vereinen wird. Nur einen. Und das ist der Messias. Und du, Josia, bist es nicht. Darum geht es in dieser Prophezeiung. Sie spricht von Jesus, der zugleich König und Priester ist. Und hier heißt es, ein Kind ist uns geboren. Es fällt mir schwer, es nicht im Rhythmus zu singen. Ich tue mein Bestes, gleich habe ich es. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und er wird genannt Wunderrat, mächtiger Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Und der Größe seiner Herrschaft und des Friedens wird kein Ende sein. Er wird herrschen auf dem Thron Davids und sein Reich aufrichten und erhalten in Gerechtigkeit und Recht, von nun an bis in Ewigkeit. Die Namen, die Jesus hier bekommt, sind unserem Glauben als Christen nach messianisch. Dahinter steckt der Gedanke, dass eines Tages der Messias kommt, der beides sein wird, König und Priester, ein wunderbarer Ratgeber, mächtiger Gott. Und es ist besonders, dass Juden diesen Namen einem König geben, mächtiger Gott, ewiger Vater. Und dann schließlich der wichtigste und letzte, der Friedefürst. Halleluja! Dieses Jahr wird es das Musical Messias nicht geben, vielleicht nächstes Jahr. Ich kann einfach nicht widerstehen, sorry. So.
Die Idee hier ist, dass ein König und Priester kommt und über Israel herrscht. Wie lesen wir diesen Abschnitt dann als Christen? Wir glauben, dass dieser König gekommen ist und als Kind geboren wurde. Das steht in diesen Versen. Er ist ein wunderbarer Ratgeber, ein mächtiger Gott und der Friedefürst. Er hat das eingeführt, was wir das Königreich Gottes nennen. Und für Christen ist die Lesart die, dass wir nicht nur lesen, dass dieser König Frieden nach Israel bringt, sondern auf die ganze Welt. Das schließt Sie und mich ein. Wir alle, jeder auf seine Weise, sind Könige und Königinnen. Wir alle haben unser eigenes kleines Königtum und Königinnentum. Ist Königinnentum ein Wort? Das heißt im Grunde, dass es Dinge in meinem Leben gibt, über die ich selbst herrsche und regiere. Mein Auto. Das ist mein Auto, verstehen Sie? Du kannst dein Zeug nicht in meinem Auto lassen. Wissen Sie, wir haben Dinge, Regeln und Zeug, das wir beherrschen. Und manche beherrschen manche Dinge mehr als andere Dinge. Als Christen glauben wir, dass die Herrschaft Gottes bedeutet, dass ich meine Krone von meinem Kopf nehme, mit der ich alle diese kleinen Dinge im Leben regiere, und sie vor dem Thron des Friedefürsten niederlege. Ich selbst bin nicht der Fürst des Friedens. Ich bin mehr ein Prinz der Eile, der Sorge, des Vergleichs, der Kontrolle, des Tratsches und der Täuschung. Wenn man gläubig wird, heißt das, dass dieser Typ sterben wird. Es gibt einen Königsmord. Und ich sterbe dabei. Meine eigene Krone wird von meinem Kopf genommen und vor den Thron Jesu abgelegt. Ich sage, Jesus, ich bin der Fürst der Gewalt, aber du bist der Fürst des Friedens. Und ich will, dass du über mein Leben regierst. Das heißt, ich ergebe mich. Ich schwenke die weiße Fahne vor dir. Ich lasse los. Und Jesus nimmt mich in den Arm und sagt, ich werde dich leiten und dir helfen. Er ist der Fürst des Friedens. Das heißt, wenn er über ihr Leben herrscht, sollte Frieden ihr Leben bestimmen. Das heißt, sie bestehen nicht mehr auf ihren Ansichten, sondern sie bestehen auf seiner Art zu leben. Das heißt, was nicht so ist, wie Jesus es für mein Leben will, wird sich ändern. Ich denke darüber nach, was in meinem Leben anders wäre, wenn Jesus es führen würde. In meinem Fall, wenn Jesus 33 wäre, verheiratet, Vater von zwei Kindern und Pastor einer Gemeinde in Südkalifornien. Wie würde er dieses Leben führen? Das ist die wichtigste Frage, die ich als Jünger und Schüler von Jesus stellen kann. Und so denken wir in dieser Weihnachtszeit über diese Frage nach. Hat sich das Königreich von Bobby, dem Friedefürst, unterworfen? Gibt es in meinem Leben wahren Frieden? Bill und Dallas gingen also spazieren und Dallas fragt, Bill, weißt du, wie mein Wort lautet? Wissen Sie, was es war? Der größte geistliche Denker, Autor und Jünger in meinen Augen sagt, entspannt. Das wussten Sie schon, wenn Sie mein Vorwort im aktuellen Freundesbrief von Hour of Power gelesen haben. Entspannt. Ich weiß ja nicht. Entspannt? Echt jetzt? Ernsthaft entspannt? Denken Sie darüber nach. Es gab viele Menschen, die Jesus nicht geheilt hat. Viele hat er nicht gelehrt. Er setzte seinen Weg fort und machte einfach immer weiter. Lazarus liegt im Sterben, einer seiner engsten Freunde. Er gehört zum inneren Kreis von Jesus. Lazarus stirbt und Jesus beschließt, sich Zeit zu lassen, weil er weiß, der Vater wird ihn von den Toten auferwecken. Dann gibt es zum Beispiel diesen Moment, wo Jesus aus einem Mann die Dämonen austreibt und sie in die Schweine fahren lässt. Damit zerstört er die Wirtschaftsgrundlage der Leute und die Menschen wollen ihn töten, aber er entwischt ihnen. Jesus ist sich bewusst, dass er irgendwann gefoltert und ermordet werden wird und das auf die grausamste Weise, die es zu seiner Zeit gab. Er wird geschlagen, ausgepeitscht und schließlich gekreuzigt. Und zugleich weiß er, dass er in diesem Augenblick nicht nur die Sünden eines Einzigen, sondern die Sünden aller Menschen,
die der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft trägt und sein Herz gefoltert wird. Sein Herz und seine Seele werden gequält. Er weiß, das kommt auf ihn zu und Jesus bleibt entspannt. Jesus hat auf dem Boot im Sturm ein Nickerchen gemacht. Jesus war entspannt. Er war nicht in Eile. Er lief im leichten Takt der Gnade. Vielleicht gibt es zwei Dinge, die diesem Bild vom entspannten Jesus widersprechen. Die Szene im Tempel und im Garten Gethsemane. Wir denken an den Tempel, wie Jesus sich eine Peitsche macht und die Tische umwirft. Aber Jesus hat sich Zeit genommen, um diese Peitsche zu knüpfen. Als er hineinging und die Tische umwarf, handelte er typisch für einen Propheten im Nahen Osten. Sie stellten auf dramatische Weise klar, was ihnen wirklich wichtig war. Wir sollten nicht denken, dass Jesus einfach nur so aufgebracht und wütend war, dass er in den Tempel stürzte und herumbrüllte. So können wir die Geschichte nicht betrachten. Es ist nicht richtig, so von Jesus zu denken. Ich glaube, dass Jesus tatsächlich mit Bedacht gehandelt hat. Er hatte darüber nachgedacht und man könnte auch sagen, dass selbst das Umwerfen der Tische der Händler ein Akt der Liebe war. Er wollte sie einfach in das Reich Gottes hineinretten. Und überlegen Sie mal, was Jesus direkt danach im Tempel tut. Er fängt an, die Leute zu heilen. Und das sollte ich dazu sagen, auf sehr entspannte Weise. Als Jesus im Garten Gethsemane betet und weiß, dass die Kreuzigung auf ihn zukommt, schwitzt er Blutstropfen. Es wäre gut möglich, dass der Satan versucht hat, ihn in diesem Moment umzubringen. Aber er wusste, was ihm bevorsteht, und ich glaube, der Herr hat ihn vorbereitet auf diesen großen geistlichen Kampf, der dort stattfand. Und ganz offensichtlich kommen auch in unserem Leben Zeiten vor, die so intensiv sind wie das, was Jesus im Garten Gethsemane erlebt hat. Aber was passiert, nachdem Jesus sein Gebet beendet hat und sich aufmacht zu den Leiden des Kreuzes? Er ist entspannt. Direkt nach dem Gebet in Gethsemane ist er entspannt. Gleich wird er verhaftet. Sie sagen, wir suchen nach Jesus von Nazareth. Wer ist es? Und Jesus sagt, ich bin. Er sagt nicht, ich bin es, sondern er sagt, ich bin, das ist der Name Gottes, und alle fallen um. Versuchen Sie sich das vorzustellen. Petrus zieht sein Schwert und schneidet einem Soldaten das Ohr ab, und Jesus sagt, nein, Petrus, nein. Wer durch das Schwert lebt, wird durch das Schwert sterben. Und dann setzt er das Ohr wieder an den Kopf des Soldaten. Als nächstes sehen wir, wie er ruhig Herodes gegenübertritt und sehr entspannt Pontius Pilatus begegnet. Er geht durch diese Leidenszeit ohne Eile und in einer Ruhe, die phänomenal ist. Und man konnte Jesus, das finde ich noch interessanter, unterbrechen. Er war offen, sich stören zu lassen. Bin ich dazu bereit? Überlegen Sie mal. Überall, wo er hinkommt, wird er ständig unterbrochen. Auf dem Weg, um die Tochter von Jairus zu heilen, kommt die Frau mit dem Blutfluss und braucht Heilung. Also hält er an und heilt sie. Dann geht er weiter. Die Kinder, sie sollten sich nicht mit großen Propheten unterhalten. Er sagt, nein, lass die Kinder zu mir kommen. Jesus wurde ständig unterbrochen und er konnte gestört werden, weil er entspannt war. Jesus war deshalb entspannt, weil er im Einklang mit dem Herzschlag des Vaters lebte und dem Herzen des Vaters für Jesus. Und das ist es, was wir am dringendsten hören müssen. Jesus war nicht entspannt aus reiner Willenskraft, sondern Jesus war völlig im Einklang mit dem Herzschlag Gottes. Und dieser Herzschlag Gottes war die tiefe und beständige Liebe zu Jesus. Das hat er gewusst bei seiner Taufe, wo der Vater sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wussten Sie, dass dieselbe Liebe, die Gott im Herzen für Jesus hat, auch Ihnen gilt? Gott liebte Jesus und liebt ihn immer noch. Aber wissen Sie, dass Gott Sie genauso liebt, wie er Jesus liebt? Gott liebt sie genauso sehr, wie er Jesus liebt. Gott liebt sie genauso sehr, wie er Paulus liebte. Gott liebt sie genauso wie Maria. Gott liebt sie genauso wie Moses und Abraham und all die geistlichen Helden und Superpastoren, die sie kennen. Gott liebt und schätzt sie. Er hält sie für kostbar und hat einen ebenso wichtigen Plan für ihr Leben wie für das Leben Jesu. Jesus.
Und diese Wahrheit, wenn wir diese Wahrheit verinnerlichen, befähigt uns, ruhig zu bleiben. Dann können wir entspannt sein und ohne Hetze und Sorgen im Takt der Gnade Gottes laufen. Dafür können wir dankbar sein. Das heißt, wir können Menschen des Friedens sein. Jesus war immer friedlich, weil er sich der leidenschaftlichen Liebe in den Armen seines Vaters bewusst war. Das hat ihn zum Fürst des Friedens gemacht. Wenn wir Weihnachten feiern, feiern wir den Geburtstag dieses Friedensfürsten, nicht wahr? Wir feiern seine Geburt, indem wir uns in den Kassenschlangen vordrängeln, indem wir uns auf dem Parkplatz anfangen zu streiten, indem wir Schulden machen und unsere Terminkalender vollstopfen mit endlosen Feiern und Treffen. Wir geben Gas, machen schneller, beeilen uns und geben unser ganzes Geld aus. Wir sind im Wettstreit. Wie stimmt die Art, wie wir Weihnachten feiern, mit dem Jesus überein, der nicht gehetzte, entspannte Friedefürst ist? Wir leben in einer Gesellschaft, in der die Menschen ständig in Sorge sind, besorgt um die Zukunft, darüber, wie sie ihre Rechnungen bezahlen, besorgt um die Kinder, besorgt um die Eltern, besorgt um den Job. Besorgt, ob wir pünktlich ankommen, besorgt, ob wir einschlafen können. Wir nehmen Pillen, um einzuschlafen und trinken Kaffee, um aufzuwachen. Wir sind in Eile, machen uns Sorgen, sind rastlos und unersättlich. Alles geht schnell. Essen, Autofahren, Sex, Ferien, Urlaub. Entschuldigung, ich habe Sex gesagt. Wir sind ständig in Eile. Wir machen alles schnell, hektisch. Und wenn man durchs Leben eilt, kommt man nur schneller am Ende an. Hektik und Sorgen fühlen sich für uns normal an. Wenn wir uns nicht beeilen, wenn wir unbesorgt sind, fühlen wir uns fast verantwortungslos. Vielleicht auch etwas gelangweilt. Also fangen wir sofort an, uns wieder zu beeilen und zu sorgen, damit sich das Leben wieder normal anfühlt. Es fühlt sich sicher an. Und das ist nicht das Leben, zu dem Gott uns berufen hat. Gott hat uns dazu berufen, dass wir uns, wie Jesus, seiner Liebe unterwerfen. Selbst wenn liebe Menschen sterben und wir alles verloren haben, selbst wenn sie zornig auf die Regierung, die Schule, auf den Verkehr, ihr dummes Auto oder was auch immer sind, sollen wir in allem Gott vertrauen. Wir sollen Gott vertrauen, selbst wenn es sich fast verrückt anfühlt. Das ist die Einladung, Gottes Liebe in so einer Tiefe und solch einem Reichtum zu entdecken, dass sie aufhören, sich zu sorgen. Wie geht man als Christ mit Gott? Folgende Antwort hat jemand vor Jahren gesagt: Man geht mit Gott in Spaziergeschwindigkeit. Wenn wir zu Menschen werden wollen, die im leichten Takt Gottes gehen, dann müssen wir Menschen sein, die täglich über die Liebe Gottes meditieren und sie empfangen. Und zwar auf langsame, unbesorgte, ungehetzte Weise. Indem wir sagen: Gott, selbst inmitten schmerzhafter Zeiten vertraue ich dir. Ich vertraue auf deine Liebe zu mir. Ich glaube an deine Gunst. Ich sorge mich nicht mehr und ich hetze mich nicht mehr. Und so sage ich ihnen: Machen Sie langsam. Sorgen Sie sich nicht und lassen Sie los. Langsam. Keine Sorge. Lassen Sie los. Gott ist mitten in Ihrem Leben. Er ist nicht überrascht von den schrecklichen Dingen, die Sie erlebt haben, auch wenn er diese Dinge hasst. Gott ist Ihnen in jedem Augenblick Ihres Lebens nahe. Wenn Sie schlafen, ist er bei Ihnen. Wenn Sie aufstehen, sieht er Sie. Er kennt jeden Moment ihres Lebens und ist beteiligt an ihren Schmerzen und ihrer Freude. Sie können ihm vertrauen. Sie sind in größerer Sicherheit, als sie meinen. Also keine Sorge, keine Eile, langsam. Lassen Sie los und lassen Sie sich fallen in die Liebe und die starken Arme des Friedefürsten.
Lasst uns beten. Herr, unser Gott, du hast uns zuerst geliebt. Und diese erste Liebe kann uns niemand nehmen. Sie kann nicht verdient werden. Sie ist unbestechlich. Sie ist nicht überrascht. Sie kennt alles und liebt weiter. Wir vertrauen dir unsere Seelen an, Jesus. Wir danken dir, dass du uns weiter als Hirte durch die Dunkelheit führst. Kein Nebel ist zu dick für dich. Keine Dunkelheit zu finster für dich. Du bist das Licht unserer Seelen. Wir halten deine Hand fest und vertrauen dir. Du liebst uns und in deinem Namen beten wir. Amen.